Hallo zusammen. Ein Thema, was immer wieder auftaucht. Gerade letzte Woche hatte ich es in drei Kursen die gleiche Frage. Braucht mein Hund Sozialkontakt? Braucht mein Hund andere Hunde? Darauf werden wir heute mal näher eingehen. Ich sage, nein. Aber. Der Hund hat sich uns ja ausgesucht als Sozialpartner vor ein paar tausend Jahren. Also er hat unsere Nähe gesucht, unsere Siedlung gesucht, weil es halt Fressen gab, weil es warm war, weil es für ihn einen Vorteil hatte. Hunde sind Rudeltiere in der freien Wildbahn. Sie leben zusammen, sie jagen zusammen, sie ziehen ihre Jungen zusammen auf, wie der Wolf. In diesen Rudeln lernen Welpen natürlich von den Artgenossen, vom Rudel, wie man spielt, wie man jagt, wie man sich verhält, wie man mit den anderen umgeht. Und schließlich, wie man kommuniziert mit den anderen, Körpersprache etc. Ja, ganz wichtig. Deshalb ist es wichtig für Welpen und Junghunde Sozialkontakt zu haben, damit sie voneinander lernen, wie sie sich verhalten, damit für später keine Verhaltensauffälligkeiten wie Aggression oder Angst zu anderen Hunden entstehen. Allerdings macht es da immer die Dosis. Zu viel ist auch hier zu viel. Habe ich meinen Welpen in einer Welpengruppe, wo nur gespielt wird, wo er lernt raufen, alles toll, ja, dann wird er das weiter tun. Habe ich eine Welpengruppe, wo das vernünftig geführt wird, wo halt auch mal Ruhephasen eingebaut werden, wo gelernt wird, wo auch mal abgebrochen wird, das grobe Spiel oder der Hund versteht, dass es Grenzen gibt, ist es vernünftig. Der Hund muss nicht jeden Tag mit anderen Hunden spielen. Nein, muss er nicht. Und der Junghund kommt spätestens in der Pubertät in eine Phase, wo ich meinen Haltern immer sage, versteck dich 2 Monate im Wald, mach mit deinem Hund was, ohne Hundekontakt, der muss jetzt nicht spielen. Arbeite du mit ihm, arbeite dran, was er gelernt hat, ruf das ab. Lebst du ruhiger, als wenn du jetzt unbedingt auf einen Hundeplatz gehst oder irgendwo in den Wald gehst, wo andere Hunde sind, an den See oder so. Bringt in diesem Moment nichts. Da ist es vernünftiger, wenn man sagt, nein, der muss jetzt mal nicht spielen. Na, auch Erwachsenhunde profitieren von Sozialkontakt. Na klar, das gemeinsame Toben, Springen, Spielen, Rennen, das macht ihnen Spaß. Natürlich fördert das auch eine gewisse Art von geistiger Auslastung und auch von körperlicher Fitness. Ja, klar. Aber auch da immer wieder, ich sag's mal wieder, die Dosis macht es. Weil der Sozialpartner in erster Linie seid ihr. Na, der Mensch, die Gruppe, die Familie, wo der Hund lebt. Das ist der erste Sozialkontakt, den er hat. Und die Gruppe, die verständlich für ihn sein muss, wo es die Grenzen sind, wo was gemacht wird, wann gespielt wird, wie was ist. Das seid ihr und nicht der Nachbarshund oder den Hund, den ihr nie wieder seht. Nur weil der Hund mal Hallo sagen muss, das muss er nicht. Hatte ich schon mal ein anderes Video darüber gemacht. Ne? Das muss er nicht. Der muss nicht Hallo sagen. Der muss nicht zu jedem Hund hingehen. Nein. Also, Sozialkontakt, gut. Wichtig, in Dosen. Also, ich sage so, einmal, zweimal die Woche reicht. Aber das muss positiv funktionieren. Ich muss meinen Hund aus dieser Situation auch rausrufen können. Ich muss ihm helfen können. Ich muss die Führung haben, dass ich da auch eingreifen kann, wenn es mal schief läuft. Es kann immer passieren, dass mal einer dabei ist, der sagt, ey, Freundchen. Ja? Und da muss ich dann dazwischen gehen können oder ich muss meinen Hund da rausrufen können. Ich muss ihm da helfen können und ich muss das abbrechen können. Dann funktioniert das alles positiv. Alles gut, super. Die lernen natürlich auch von Grenzen von anderen Hunden. Aber es gibt immer so, der muss mal einen auf die Mütze kriegen von einem anderen, dann lernt er das vielleicht. Nee, muss er nicht. Dann lernt er nur, dass du unfähig bist. Dass du daneben stehst und er von dem anderen auf die Mütze kriegt und er sagt, also Herrchen hat jetzt, der hat mir ja nun super geholfen oder Frauchen. Ja, also dann verliert er das Vertrauen zu dir und nicht kriegt auf die Mütze alles schick. Es gibt aber Hunderassen, die haben keinen Bock auf Sozialkontakt. Und es gibt auch Hunde in den Rassen, die haben keine Lust auf Sozialkontakt. Also wir haben hier einen Tierschutzhund dabei,
der jetzt seit 4 Monaten hat es gedauert, wo er so mit einem spielt. Ja, die sind das anders gewohnt. Der lebte wahrscheinlich irgendwo auf der Straße in einem Sozialverband und hat die Nachbarn verjagt, weil es Futter ging. Das geht um Territorium, das ging um Beute. Na, also da hat der keinen Bock auf Spielen. Und das muss auch nicht so sein. Es gibt Rassen, die sind nicht unbedingt sozial kompatibel. Die haben da halt keine Lust zu. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil dann kommt gleich wieder, meiner aber, der mag das. Ja, alles gut. In den Rassen gibt es auch Unterschiede. Also das habe ich nicht gesagt. Es gibt aber Rassen, die mögen das nicht so. Schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja einen Kandidaten dabei, der das nicht so schick findet, Sozialkontakt. Also ich bin jetzt auch nicht so, ich sage zu meinen Kunden noch einmal, ich sage, gehst du über den Kudamm, also bei uns Kudamm, Berlin City, und sagst jeden Tag? Also ich nicht. Dann hätten sie wahrscheinlich schon die mit der weißen Jacke geholt und hat gesagt, nimm den mal mit, der hat irgendwie was am Kopf. Ne? Und der Hund muss das auch nicht. Wenn mein Hund keinen Sozialkontakt möchte, dann zwinge ich ihn auch nicht dazu. Also es gibt so viele, die dann mit der Leine, geh doch mal Tag sagen. Der Hund steht schon da hinten so und Frauchen sagt, zieht ihn nach vorne. Guck mal, der will Tag sagen, der ist ganz lieb und Mama mag den auch. Und dann was lernt der Hund? Ja, ich bin in einen Sozialkontakt gezwungen worden, den ich gar nicht will. Also es ist eine negative Erfahrung. Und vielleicht ist der andere auch gerade negativ drauf. Der zeigt ihm körpersprachlich, kommst du zu mir, kriegst du eine aufs Maul. Und Frauchen sagt, guck mal, der ist lieb. Na, es wird ganz oft so im Spielen, dann, ach, guck mal, wie toll die spielen. Ich sage, nee, die spielen gerade gar nicht toll. Der Kleine, da wird gerade gejagt von den anderen. Oh, dann ist das Erwachen immer groß. Also Sozialkontakt ist immer relativ zu sehen. Deswegen sage ich, Sie müssen keine Hunde jeden Tag, Sie müssen nicht jeden Tag irgendwelche Hunde treffen. Nein, müssen Sie nicht. Und das ist in Berlin schwierig. Wir haben hier, ich weiß nicht, 250.000 sind inzwischen. Also es gibt Bezirke, da ist gefühlt mehr Hunde als Menschen. Und da kann man dem auch fast nicht aus dem Weg gehen. Sollte man aber, wenn mein Hund noch nicht gelernt hat, damit umzugehen, macht einen Bogen, geht weg. Ist überhaupt kein Problem. Das wird euer Hund mehr mögen oder euch eher akzeptieren, eure Führung eher annehmen, als wenn ihr ihn in einen Hallo-Tag-Sagen zwingt. Das ist Quatsch. Also, Fazit. Für Welpen ist es wichtig, Hundekontakt zu haben. Sie lernen dadurch, sie lernen zu kommunizieren, sie lernen Verhaltensweisen, die sie für später brauchen. Sie lernen auch damit umzugehen, wenn es mal nicht so läuft. Das muss aber auch so sein. Dann darf nicht der Halter sagen, oh, komm, ich helfe dir. Nein, auch da muss man dosieren. Positive Erfahrungen sollten immer dabei sein. Also Hundebegegnungen sollten, wenn sie stattfinden, positiv sein. Nicht, dass der Hund da mit einem Angstverhalten rausgeht und sagt, ich will keine schwarzen Hunde mehr sehen. Ich mag die Großen nicht. Ich mag keine Labbies. Ich mag keine Rottweiler. Oder. Ja? Also, positiv, dann ist der Hundebegegnung auch okay. Negativ, keine gute Idee. Ein-, zweimal die Woche, völlig ausreichend. Wenn die mal einen Monat keinen Kontakt haben, bricht nicht die Welt zusammen. Ihr seid der Sozialpartner in erster Linie. Schönes Wochenende.